Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Berserker-Modus. Oh mein Gott, ist der Modus krass und ziemlich cool. Wir haben kaum Heilung und ich tendiere dazu, tatsächlich Geld für ein Erste-Hilfe-Spray auszugeben. Aber ich möchte es erstmal versuchen ohne. What could possibly go wrong? Oh, wisst ihr was? Benutzen wir den kleinen Schlüssel da drin noch schnell. Moment. Ja. Aha. Gute Maske. Aber wir haben noch keine guten Edelsteine dafür. Aber passt schon. So, dann speichere ich nochmal schnell. Nur für den Fall, ne? Wie gesagt, ich habe nicht vor, dass wir unseren Erste-Hilfe-Spray kaufen, erstmal, um Geld zu sparen. Das heißt, es könnte sehr gut sein, dass wir jetzt einfach sterben. Aber dann ist es auch nicht schlimm. So ist er halt, der Berserker-Modus. Bam! Weirdester Schlüssel ever. Kurbel um dein Leben, Leon! So, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch in diesem Mod eine Falle ist hier. Aber diesmal falle ich nicht rein. Okay. Was höre ich da piepsen? Ah, über mir ist eine Falle. Okay. Wenn es weiter nichts ist. Ist ja noch alles in Ordnung. Ich finde es schon lustig, wie viel Inspiration witzigerweise Resident Evil 4 Remake auch von Evil Within durchaus gezogen hat. Ne, der inoffizielle, man könnte mal sagen, wahre Resident Evil 4 Nachfolger. Und viele Mechaniken vom Crafting über die Fallen, die man entschärfen kann, ne, Schleichen, Stealth Kills, alles The Evil Within Mechaniken, die das Original ja eigentlich gar nicht hatte. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich bin nervös. Ich weiß nicht, was der Mod für uns bereithält, aber ich weiß, es wird nicht angenehm. Aber vielleicht sehr cool und faszinierend. Aber definitiv nicht angenehm. Zerstörbare Actionfiguren, grünes Kraut. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn macht. Ich werde eh nicht alle Salazars finden, weil ich verpasse immer welche. Aber wenn ich schon hier bin. Aber wo ist er denn? Der ist doch hier drin, oder? Ich habe noch nie, ne, das ist eins der wenigen Achievements, die mir tatsächlich im Hauptspiel fehlen. Ich habe noch nie alle Salazar-Figuren gefunden. Ich habe auch das unendliche Messer nicht. Irgendwann muss ich das mal noch machen. Es ist ja eh easy eigentlich, ne? Aber man muss halt wissen, wo sie sind. Und ich glaube, eine oder zwei habe ich noch nie gefunden. Okay, ich würde sagen, los geht's. Ha, hier wartet kein Kettensägen-Kerl auf uns. Okay, oh, Bärenfalle.
Jetzt habe ich die Kettensäge gehört. Ich kann aber nicht genau verorten, von wo. Aber ich habe sie gehört. Keine Ahnung. Ehrenlos, Leon. Nicht schlecht. Absolut ehrenloser Kill war das gerade. Lass doch den Mann aufs Klo gehen, wenigstens. Erste-Hilfe-Spray, sehr nice. Hühnerei, sehr nice. Irgendwie ist hier nix, ne? Ach, lustig schon irgendwie. Die Platzierung der Bärenfallen in dem Mod ist immer on point. Das ist schon sehr lustig. Man tritt da einfach immer rein. Kannst du einfach vergessen. Kannst du einfach vergessen. Sehr cool. Okay. Na dann. Ja, aber dass sie da den Kettensägenkerl weggenommen oder verändert haben, das macht die Stelle hier gerade irgendwie sehr viel leichter, ne? Okay. Ah, shit, was war gleich nochmal die Kombination? Ich kann es nicht mehr auswendig. Ich wusste es mal auswendig. Aber jetzt stehe ich da und weiß es nicht mehr. Dammit. Gut, gehe ich schnell. Ach, warte mal, ich war ja schon oben, ne? Wir müssen nur in die Dokumente gucken. Getreideschweinkind, genau. Hä? Riesenkäfer? Was? Was bitte? Was zur Hölle? Oh Gott! Oh Gott! Was? Was ist das hier? Holy shit! Wollen die mich eigentlich komplett verarschen? Holy shit! Komplett bescheuert! Da kriegt Leon, glaube ich, Mr. X Flashbacks, ne? Das ist jetzt echt ein bisschen blöd, dass Mr. X schneller ist als die beiden Kettensägenpersonen. Weil ich schätze mal, eine von den beiden... Ah ja, guck. Eine von den beiden wird wahrscheinlich den Schlüssel haben, den ich brauche. Aber schön, dass er die verprügelt, ne? Und er sagt sogar so, misch dich nicht ein und geh aus dem Weg und so. Aber die deutsche Stimme von Mendes ist ja mal weird. Warum klingt der so... Also, hell. Tönig. Wo sind denn die beiden? Aha, da ist der andere. Jetzt kommt wieder Mendes. Ja, spielen wir ein bisschen Katz und Maus mit denen, ne? Fragt sich nur, wer ist, aber so schaffen wir das schon. Ich meine, warum sollte Mendes nicht in seinem Haus sein, ne? Das macht sogar voll Sinn, aber holy shit.
wird laut. Okay. Einen haben wir. Das ist schon bekloppt hier, oder? Aber nice. Aber nice. Ich hoffe, die Zeit bleibt stehen. Aha, die Kugel. Jetzt will ich aber auf jeden Fall wissen, was die andere hat, ne? Aber guck mal, Mendes hat sogar eine richtige Verfolgungs-KI. Der wird ja nur an der einen Stelle eingesetzt, aber es war wahrscheinlich wenigstens mal irgendwie geplant oder angedacht, dass er mehr macht, als nur an der einen Stelle verfolgen. Oh, shit, nein! Ah, nein! In die bescheuerte Bärenfalle. Und es war so kurz vor gewonnen. Ey, ohne Scheiß. Come on. Ah. Ist das mies. Ist das mies. Ist das mies. Naja, jetzt wissen wir es besser. Aber what a twist, oder? Man glaubt, man kennt sie ja eh schon. Und dann ist da drin ein Käfer. Und dann bricht die Hölle los. Ah, er kommt die Treppe runter. Oh Gott. Vorsichtshalber, das passiert mir nicht nochmal. So, Foto angeschaut. Mendes, warum bist du alleine? Bring doch deine Gäste mit. Okay, schlechte Idee. Schlechte Entscheidung, die ich da gerade getroffen habe. Nee, okay, ich mach ihn nicht. Ich mach ihn nicht. Den Messerstich hier. Zu gefährlich. Ja, genau, das habe ich nämlich mir gedacht. Ich habe Mendes den Hut vom Kopf geschossen. Oh mein Gott, der ist ja wirklich Mr. X. Meint ihr, der Mod-Creator hat da einfach wirklich Mr. X KI benutzt? Ich könnte es mir nämlich vorstellen, dass das geht. Boah, das war mal eine Ohrfeige, ey. Das war eine saubere Watschen. Aha, sie hat nur einen Rubin. Ob es das wert war? Ganze Aufregung. Okay. Okay, sehr gut. Sehr gut.
Wir müssen Mr. X, Pseudo Mr. X hier nur noch ein bisschen hinhalten. Und ich mache jetzt was total Verrücktes, Leute. Ich speichere jetzt. Das fühlt sich höchst illegal an. So, nur für den Fall. Und jetzt gucken wir, dass wir das so schnell wie möglich lösen, weil ich nicht weiß, ob die Zeit stehen bleibt. Ich hoffe es. Nee, andersrum. Andersrum, ja. So, was haben wir hier? Aufzeichnung, 10. Oktober. Das ist auf jeden Fall alt. Man muss echt ein bisschen gucken, ne? Es gibt hier neue Notizen. Schlüssel. Aha. Leon hat ganz vergessen, dass er verfolgt wird. Kennt ihr den Film Memento, wo jemand da sein Kurzzeitgedächtnis verliert? So ungefähr war das hier gerade. So, Ende. Ende gut, alles gut. Hey, crazy. Crazy, was die mit dem Spiel gemacht haben, oder? Kommt da einfach Mendes mit zwei Kettensägen-Menschen als mit einer Bella Sister und einem Dr. Salvador. Wie heißt er? Naja. Crazy, aber cool. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr mit dabei wart, oder? Ach, wir haben, ist eine kürzere Folge, aber es ist gerade so ein schönes Ende. Nutzt die Zeit, die ihr jetzt gewonnen habt, dadurch, dass die Folge ein bisschen kürzer ist, um mal bei Holy vorbeizuschauen und euch da die tollen Angebote anzugucken. LSBR für 5 Euro Rabatt, LSBR 10 für 10% Rabatt. Ihr unterstützt dadurch mich und ihr kriegt leckere Holy-Produkte. Win-Win-Situation. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.